Wir wurden jetzt schon häufiger gefragt, welche Plattform eignet sich eigentlich dafür, in Kleingruppen online über Mathematikaufgaben zu sprechen, ne? Innerhalb des MOOCs findet man sich ja vielleicht ab und zu mal in kleineren Gruppen zusammen, zu zweit, zu dritt, zu viert und möchte gemeinsam eine Aufgabe bearbeiten. Das ist bei Mathematik natürlich nicht ganz so einfach wie sonst, weil man eben Skizzen braucht und Formeln und so weiter. Da reichen einfache Textplattformen in der Regel nicht aus. Eine Kollegin von mir von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, die Annette Schulze, hat mir einen tollen Tipp gegeben für ein Tool, von dem wir glauben, dass es sich eigentlich ganz gut eignet. Und das möchte ich euch hier mal kurz vorstellen. Das heißt twidler.com. Und ja, Twidler kann man einfach mal ausprobieren, hier auf Go klicken. Und dann öffnet sich sofort die Arbeitsumgebung. So, was ist Twidler? Twidler ist ein Tool, hier erstmal in erster Linie ein weißes Blatt Papier oder ein Whiteboard, auf dem man zeichnen kann. Ja? Also man kann hier mit Draw einfach Skizzen anfertigen. Und diejenigen, die in demselben Raum sind, ja, den Link zu diesem Raum kann man teilen. Hier rechts sieht man den Link. Wenn man diesen Link jemand anders weitergibt und der ebenfalls diesen Link öffnet, dann sieht der live, was der andere zeichnet. Und wenn man zu dritt oder zu viert oder zu fünft ist, dann können alle gleichzeitig sehen, was einer zeichnet und auch die anderen können einfach hier auf dem Whiteboard sich beteiligen und Zeichnungen hinzufügen, ändern, Text hinzufügen und so weiter. Hier gibt es ganz normale Zeichenwerkzeuge, Draw, Shapes kann man zeichnen, hier zum Beispiel hier so ein Kreis, ja, oder man kann auch natürlich Textelemente hinzufügen. Okay, also ein Whiteboard, bei dem mehrere gleichzeitig schreiben und mitsehen und mitlesen können, die denselben Link haben. Jetzt möchte man sich natürlich parallel vielleicht dazu auch noch unterhalten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal gibt es hier einen Textchat, in den man einfach reinschreiben kann, zusätzlich zu der Zeichnung. Und ja, die anderen können hier mit einem chatten. Vielleicht ist es schön, wenn man jetzt nicht unbedingt Guest 5969 heißt, sondern hier oben seinen Namen auch noch ändert. So. Okay, Textchat ist vielleicht auch nicht das Wahre. Na, man möchte ja vielleicht sich per Audio unterhalten, während man hier Zeichnungen anfertigt. Dann kann man hier auf Join Audio klicken. Und natürlich braucht man einen Kopfhörer, ein Headset, ein Mikrofon. Und wenn man das besitzt, und die anderen besitzen das auch, dann kann man sich unterhalten, während man hier Zeichnungen anfertigt. Aufgepasst, wenn man hier draufklickt, dann will der Browser in der Regel nochmal sicher gehen, dass man das auch wirklich möchte. Hier, ich benutze gerade Chrome, der fragt einen hier oben, ob man das wirklich zulassen möchte. Andere Browser machen das vielleicht anders. Einfach mal danach drauf achten, dann auf Zulassen klicken und schon ist man im Audiobereich und kann sich mit den anderen unterhalten. Ich verlasse das jetzt mal wieder. So. Okay. So, zeichnen und unterhalten parallel, das ist schon super. Twidler kann aber noch mehr. Beispielsweise kann Twidler auch Dokumente hochladen, auf denen man zeichnen kann. Beispielsweise, naja, unsere Worksheets, die wir im MOOC produzieren. Ich gehe hier mal auf Document und dann kann man sich ein Document aussuchen hier. Upload Documents, und da kann man ein Document uploaden. Ich nehme mal hier Worksheet Höhensatz. So. Das dauert in der Regel einen kleinen Augenblick, bis es oben ist. Das wird irgendwie noch verarbeitet. Wichtig ist, wenn man so ein Dokument dann anzeigen lässt, wird alles bisherige gelöscht. Das heißt, sollte man am Anfang machen und dann auf diesem Worksheet zeichnen. Ich klicke jetzt hier mal drauf. This will clear the page. Also es wird die Seite löschen. Okay. So. Manchmal wird es nicht gleich angezeigt, dann einfach nochmal auswählen über Document und dann, ja, dann klappt das schon. So, jetzt sieht man hier das Arbeitsblatt und jetzt kann man hier mit Draw beispielsweise natürlich auch, ich mache jetzt mal irgendwas, ja, hier etwas einzeichnen, beispielsweise eine zusätzliche Linie, wenn man das möchte. Ne? Vielleicht ist man interessiert an dieser Linie hier. So, und das bleibt auch
am Platz, wenn man scrollt. Das ist also ganz hilfreich. Man kann hier gemeinsam auf diesem Worksheet zeichnen. Okay, man kann nicht nur gemeinsam zeichnen, sondern man kann auch Formeln einbinden. Wenn man LaTeX kann, dann kann man auch mit LaTeX Code Formeln eingeben. Man kann natürlich hier einfach Formeln draufschreiben, ne? Aber mit LaTeX sieht es vielleicht manchmal ein bisschen besser aus. Dazu klickt man hier unten auf Mathematical Formulas. Da öffnet sich hier ein Eingabefeld für die LaTeX-Formel. Die wird hier unten auch gleich angezeigt, wie die aussieht. Machen wir irgendwas, was jetzt in diesem Kontext auch Sinn macht. Also beispielsweise Overline ABC. So. Wir würden gerne das hier einbinden. Dann klickt man hier auf Click to Embed. So, und dann kann man das jetzt hier wieder zumachen. Gucken wir mal, jetzt hat er diese Formel hier tatsächlich eingefügt, ne? Und die kann man jetzt auch an eine entsprechende Stelle bewegen und da bleibt die dann auch. Ja, genauso kann man auf Webseiten zeichnen oder Bilder hochladen. Man kann alles Mögliche machen, hochladen und draufschreiben. Einfach mal ausprobieren, mit rumspielen, jemand anderen einladen, testen. Und ja, vielleicht ist das ja euer Tool, um gemeinsam im Mathe-MOOC an Aufgaben zu arbeiten.